Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem hier, everything you need to know about FC. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt. Und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz kleinen Mini-Update-Folge für Freehörer. Kurzer Hinweis, wir haben gerade schon eine Family-Folge aufgenommen. Die wird jetzt irgendwann im Laufe der Woche vor dem 1.4. noch online gehen. Und die könnt ihr euch anhören, wenn ihr uns unterstützt. Wie könnt ihr uns unterstützen? Indem ihr auf www.trotzdemhier.de/spenden geht und euch dort eine von drei attraktiven Mitgliedschaften aussucht. In allen drei Mitgliedschaften ist diese Sonderfolge inkludiert. Ja. Aber jetzt haben wir gesagt, wir müssen mal über so zwei, drei Dinge reden, die angefallen sind. Der FC hat ein Testspiel in seinem Trainingslager vollzogen. Die Frauen haben ein denkwürdiges Spiel hingelegt, leider negativ denkwürdig. Und dann hat ja auch der Bundesbiber seinen Turnaround geschafft, was die Stimmung im Land angeht für die Europameisterschaft. Da können wir mal ein halbes Stündchen drüber quatschen. Und das mache ich jetzt mit Marco und mit Raik. Hallo Marco. Hallihallo. Und hallo Raik. Hallo lieber Dennis, grüß dich. Genau, mein Name ist Dennis, ich moderiere den ganzen Bums hier. Ja, wir haben alle schon gesagt, wir haben nichts von diesem Testspiel gesehen gegen die Isländer, was der FC 2:2 gespielt hat. Allerdings habe ich mich so ein bisschen durchgelesen durch die diversen Beobachter, die im Trainingslager waren. Und man hat wohl dieselben Mechanismen gesehen beim FC, die man immer sieht. Also sprich, wir kriegen eine Führung einfach nicht über die Zeit. Hat auch eine zweimalige Führung gegen den Isländer eben nicht. Ja, und das ist natürlich kein gutes Zeichen für die kommende Bundesliga, die letzten 8 Spiele, diese 8 Finalspiele, die der FC jetzt noch vor sich hat, plus gegebenenfalls 2 weitere, wer weiß. Ja, wird das langsam so ein Psychoproblem, dass wir es nicht schaffen, Vorsprünge mal über die Zeit zu retten? Ich weiß nicht so richtig. Also der von uns allen überaus geschätzte Marc Merten vom Geistblock hat ja irgendwie rausgehauen, dass es nicht so richtig clever wäre, nach einem Trainingslager, wo man offensive Spielzüge einstudiert und wo man was Neues machen will, dieses Testspiel dann über YouTube zu streamen und unserem nächsten Gegner zur Verfügung zu stellen. Ich muss mal sagen, wenn sich der FC Augsburg das angeschaut hat, haben die nicht allzu viel Angst vor diesen neu einstudierten Offensivspielzügen, weil was da so, also zumindest das bisschen, was durchgedrungen ist an offensiven Szenen, sollten keinem, der oberhalb der Regionalliga spielt in Deutschland, irgendwie Angst machen, weil das war eher ein bisschen gruselig, so die Snippets, die ich gesehen habe mit irgendwelchen Flanken, die dann quasi kaum im Stadion geblieben sind, oder der eine oder andere Stürmer, der da Übersteiger versucht hat, war nicht so richtig zielführend. Aber auch den Wert von so einen Sachen, das haben wir ja schon immer, ne? Ich meine, ich kann mich auch noch so an Trainingslager erinnern, wo wir Mannschaften gegen die Wand gespielt haben oder irgendwelche, man erinnere sich an den Florida Cup, den wir ja auch haushoch gewonnen haben, und danach war die Saison eher so semi. Also ich gebe da nicht so viel drauf, aber gut war das nicht, um es mal ganz dezent zusammenzufassen. Ja, man muss auch sagen, ne, die Scouts vom FC Augsburg hätten jetzt eher nicht die Startelf vom kommenden Sonntag gesehen. Wahrscheinlich. Also wenn wir die mal durchgehen, im Tor stand Penke, weil Schwebes Frau ja in freudiger Erwartung war. Ich glaube, inzwischen ist das Kind auch dann auf die Welt gekommen, meine ich, und dann wäre alles gut gegangen. Also insofern, ja. Herzlichen Glückwunsch, lieber Marvin. Gut, Carstensen, Hüber, Chabot dürfte man auch gegen Augsburg wohl so erwarten. Aber Dominik Heinz wird eher nicht den Linksverteidiger geben. Das defensive Mittelfeld waren Schmitz und Christensen. Es gibt ihn wirklich, den Christensen, erlebt. Ja, Kainz, Alidu, Tigges im Mittelfeld und Adamian vorne als einzelne Spitze. Davon kann man vielleicht Alidu und Kainz Tigges erwarten. Tigges im Mittelfeld ist auch schon sensationell, ja, oder? Ja, ne? Auf links außen. Ja, und auch die Einwechselspieler. Luca Kilian, Marco Weschenbach, Damien Downs, der ein Tor gemacht hat, Florian Dietz und halt Davy Selke. Auch da wird jetzt eher von denen wahrscheinlich kaum einer reinkommen, außer vielleicht Selke und Downs. Ja, ja, also ich tue mich schwer mit irgendwelchen Testspielen, weil wenn wir einfach mal zurückdenken und die Testspiele vor der Saison uns angeguckt haben,
dann waren wir da alle in freudiger Erwartung, dass das vielleicht ganz gut werden könnte. Mhm. Und Quod erat demonstrandum, ne? So sieht's aus. Und ich weiß nicht, ob das so ein Gradmesser ist. Du weißt nie, was war gerade jetzt im Trainings, wann haben die das letzte Mal trainiert? Manchmal geht's ja auch da um so Belastungssteuerungskram und ja. Vielleicht mal eine andere Frage. Wie sinnvoll war denn das Trainingslager an sich, wenn man bedenkt, wer alles nicht dabei war? Also ich zähle mal auf. Schwebe war, wie gesagt, wegen der Schwangerschaft seiner Frau abwesend. Dann haben wir 4 Nationalspieler. Jan Thielmann hat in der U21 Rechtsverteidiger gespielt. Erik Martel hat da auf der 6 und als Kapitän immerhin gespielt. Auch cool für den Jungen, dass er Kapitän ist in der U21. Dennis Hussein Basel spielt jetzt für Bosnien, was ich gar nicht wusste, und spielt da in der A-Mannschaft, also nicht in der U21, sondern wirklich in der ersten Mannschaft von Bosnien. Dann war Pakarada beim Kosovo. Ferner fehlt natürlich Luca Waldschmidt immer noch verletzt. Justin Diehl, Marc Uth fehlten beide verletzt. Finkgräfe musste mit Rückenschmerzen abreisen. Jubicic war immer noch krank. Meiner war krank, konnte auch nicht mittrainieren. Und das waren jetzt, glaube ich, 7 Spieler, die man in der Stammelf erwarten würde. Die waren halt alle nicht da. Also bringt das dann überhaupt was? Ich glaube, also es sind natürlich ein paar unglückliche Sachen dazugekommen. Max Finkgräfe ist ja mit hingereist ins Trainingslager und ist ohne eine einzige Einheit mitzumachen, dann wieder abgereist, weil irgendwie sein Rücken dicht gemacht hat. Und die eine oder andere Verletzung war vielleicht auch nochmal nicht so ganz absehbar, dass sie wirklich im Trainingslager gar nicht mitmachen konnten. Ich glaube, es war so ein bisschen auch ein Move, um mannschaftliche Geschlossenheit reinzubringen. Ich glaube nicht, dass es was war, was uns sportlich unglaublich weitergebracht hat, sondern eher so, die waren ja wohl am letzten Abend auch nochmal alle gemeinsam irgendwie unterwegs und sind ein bisschen um die Häuser gezogen, was vielleicht ein bisschen was für die mannschaftliche Geschlossenheit gebracht hat. Ich glaube nicht, dass das sportlich einen großen Effekt hatte. Ich glaube, das war wirklich eher so ein bisschen dieses mannschaftliche Wagenburg-Mentalitätsding irgendwie hochzubringen. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Spielzug daraus sehen werden, wo wir jetzt sagen würden, wisst ihr genau das, diese eine Eckenkombination, die haben wir in dem Trainingslager eintrainiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, man muss auch sagen, die Spieler, die jetzt nicht dabei gewesen wären, also wenn der FC in Köln geblieben wäre, wären die Spieler ja auch nicht dabei gewesen. Vielleicht mal abgesehen von einem Marvin Schwäbe. Der wäre vielleicht bei einem Training in Köln dabei gewesen, aber die anderen, also ein Luca Waldschmidt, da war ja von Anfang an klar, dass der erst im Trainingslager im Idealfall wieder ins Training einsteigen kann, was er dann auch getan hat. Und die erste Trainingseinheiten mitmachen kann. Bei den, ich sag mal, fürs Länderspiel abgestellten Leuten war auch klar, dass die abgestellt sind. Also. War das vielleicht ein Move einfach vom Verein und von der Trainerriege zu sagen, guckt mal hier, wir unternehmen noch mal alles, um alles für die Vorbereitung auf den Klassenerhalt zu schaffen. Wir gehen sogar noch mal extra ins Trainingslager. Wir separieren uns noch mal. Obwohl sie wussten, dass es sportlich keinen Wert hat. Also so wirkt das ein bisschen auf mich. Ja, ich meine, zum Zeitpunkt der Planung war vielleicht noch nicht klar, dass Jubicic, Meiner, ja, Schwäbe, genau, dass die drei schon mal ausfallen würden. Die Nationalspieler kann man ja ein bisschen vorausahnen, dass die wohl nominiert werden würden. Also aber 3 Spieler waren nicht vorauszusehen, dass die halt nicht da sein würden. Ich weiß nicht, ob da schon die Verletzung von Diehl passiert war zum Beispiel. Keine Ahnung. Ja, ich gehe davon aus, das Trainingslager haben die ja nicht erst letzte Woche geplant. Ein bisschen Vorlaufzeit brauchen die ja auch, ne? Die kommen ja nicht in, wir machen mal hier Last Order oder nee, wie heißt es beim Reisen? Das ist dann Last Minute Reisen. Wir fahren mal an den Kölner Flughafen und gucken mal, was geht. Was haben Sie denn hier noch so für 26 Leute mit einem Fußballplatz am Hotel dabei, ne? Wahrscheinlich eher nicht, ja. Ja. Na gut, wir werden es gegen Augsburg sehen, ob es was gebracht hat. Hinterher weiß man ja immer mehr. Genau, und vor allem haben wir die letzten 3 Spiele in Augsburg gewonnen. Also das kann gar nicht schief gehen. Was kann schon schief gehen? Was kann da schon schief gehen, ja. Naja, aber das haben sich vielleicht auch die Frauen gedacht. What could possibly go wrong? Dann lagen sie relativ schnell 3-0 hinten gegen den FC Nürnberg in dem relativ wichtigen Spiel um den Klassenerhalt. Hätte man das Spiel gewonnen, wäre man schon so gut wie durch gewesen in der Frauenbundesliga. Das hat man jetzt leider nicht getan, und zwar auf die dramatischst mögliche
aber auch auf die erste FC Köln möglichste Art und Weise. Wer es nicht mitbekommen hat, FC Nürnberg geht mit 3:0 in Führung nach 3 individuellen Fehlern respektive Eigentoren des ersten FC Köln. Dann kommt die eingewechselte Cerci in der 80. Minute zum Abstaubertor. Da denkt man sich, ja, 80. Minute, 1:3. Was soll's, ne? Ja, ne? Aber plötzlich kommt die Eigentorschützin Selina Degen, die vorher noch ein Eigentor gemacht hat, dann nach einer Ecke zum 2:3 ran. Ja, und dann war es noch ein Tor. Und dann tatsächlich wurde Padilla Pidas eingewechselt, die dann sogar das 3:3 macht, in der 91. Minute. Ja, geil, ein Punkt gegen Nürnberg. Nürnberg kann nicht davonziehen. Juhu, würden alle anderen Bundesligisten sagen. Der erste FC Köln sagt sich, hold my beer, und fängt sich in der 92. Minute das Siegtor von Nürnberg, weil dann alle bei uns nach vorne gerannt sind. Eine Spielerin, die ich jetzt Namen, die einfach nicht nennen will, um sie nicht hier in den Pranger zu stellen, verliert den Ball im Vorwärtsgang. Und Medina Desic macht dann das Siegtor in der 92. Minute für den FC, für den FC Nürnberg. Also, ja, wenn es eine Definition von einem FC bauen gibt, dann wird dieses Spiel daneben stehen. Ja. Dann bist du jetzt am 17. mit dem 17. Spieltag durch, hast noch 4 Spieltage vor dir, weißt, du spielst noch gegen Wolfsburg und gegen Frankfurt und bist nur noch 2 Punkte vor Nürnberg, und das war schon eine bittere Pille. Also tatsächlich, wenn du das 3:3 gehalten hättest, dann hättest du ganz entspannt 3 Punkte Abstand gehabt. Nee, 4 Punkte sogar Abstand gehabt zu Nürnberg, ne? Wir haben jetzt 14, die haben jetzt 12, ja. 11:15 wäre es dann gewesen, genau. 11:15, dann hättest du dich auch, glaube ich, schon mal entspannt auf eine nächste Bundesliga-Saison vorbereiten können. Und jetzt baust du halt, du hast es schön gesagt, du baust halt einfach einen FC. Ja. Und das ist, wow. Und man muss dazu sagen, Duisburg spielt noch gegen Leipzig und gegen Duisburg. Duisburg, also, spielt noch gegen Duisburg? Gegen Essen meinst du wahrscheinlich. Ach, sorry, Nürnberg spielt noch gegen Duisburg und gegen Leipzig. Ja, und Duisburg ist ja wirklich hinten weg und Leipzig auch Duisburg nur knapp vor uns. Also, ja. Die haben noch Freiburg, die sind auch noch einigermaßen Reichweite, ne? Nürnberg spielt jetzt zu Hause erstmal gegen die SGS Essen. Kann man dann auch gewinnen zu Hause, wenn man jetzt so einen Run hat. Die sind ja auch nicht komplett überzeugend. Die Essener sind im Niemandsland, nie Frauenland, wo so nichts mehr geht, jetzt schon, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison. Ja, und wir haben halt noch große Aufgaben vor der Brust, ne? Also wir haben ja noch Wolfsburg am 5. Mai zum Beispiel in Wolfsburg. Wo du nicht zu holen wirst, ne? Wo du nichts holen wirst. Gegen Frankfurt wirst du auch nichts holen. In Hoffenheim wird auch sauschwer. Also das ist auch ein undankbares Auswärtsspiel. Wie gesagt, in Wolfsburg ist natürlich super schwer. Und dann am letzten Spieltag, nee, am vorletzten Spieltag bist du halt in Essen. Du musst dann quasi am letzten Spieltag zu Hause gegen Frankfurt irgendwas reißen, wahrscheinlich. Ja, du kannst im Moment halt nur noch drauf hoffen, dass das jetzt halt irgendwie ein Lucky Punch von Nürnberg war, die nicht mehr wirklich was holen und du irgendwo bei Luck dir noch irgendwas zusammenstolperst. Aber das ist schon ein bisschen bitter mit der Chance, die du hattest. Und gerade, wenn du dann so denkst, also, da muss man aber auch mal die taktische Ausrichtung ein bisschen hinterfragen, ne? Wenn du dann wirklich das 3:3 schaffst, ich kann das ja nachvollziehen, dass du eine gewisse Begeisterung in dir hast und sagst so, Mensch, ich habe gerade 0:3 Rückstand aufgeholt und jetzt steht's 3:3 und ich will unbedingt noch dieses Tor machen. Alles schön und gut, aber da muss ich ein bisschen mehr Spielintelligenz verlangen und sagen, das ist klar, wir haben ja auch gerade 0:3 zurückgelegen und wir wissen ja, welche Fehler wir gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir da hingekommen sind. Und dann sich das Ding noch zu fangen, Ja, das war echt so ein Fall von Übermut im Momentum, so, ne? Also, man reichelt die Euphoriewelle und dann hat da niemand mehr so richtig einen Blick für die Defensive gehabt. Wisst ihr, was dem FC nachher die Liga kosten wird? Na? Das, dieses klare, nicht gegebene Tor gegen Duisburg. Ja. Was hinter der Linie war, ne? Was nicht anerkannt wurde, ja. Könnte tatsächlich nachher der Kicker sein, der dich nachher hinten rausschiebt. Fallen mir bei der Herrenmannschaft auch so 1-2 Szenen ein. Aber das ist ja ein anderes Segment, ne? Ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, die Saison wird eng. Also da gilt auch wieder, die Frauen brauchen jetzt jeden Support, den sie kriegen können. Das heißt, wenn ihr irgendwo in der Nähe wohnt, wo sie gerade spielen, oder halt in Köln, dann geht hin und supportet. Das kann nochmal so ein paar Prozent rauskitzeln, wie wir ja in diesem Heimspielsieg gegen Bremen gesehen haben, vor der Saisonrekordkulisse. Genau. Ja, gut. Wer auch jetzt ein Heimspiel vor der Brust hat, ist die Herren-Nationalmannschaft. Die spielen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen gegen die Niederlande in Frankfurt und haben am vergangenen Samstag gegen Frankreich gespielt in Lyon. Und irgendwie hat der Bundesbiber es geschafft, dass sich seine Mannen da durchgenagt haben
und 2-0 gewonnen haben. Wir haben gedacht, wir reden mal so ein kleines bisschen über die Lage der Nation, weil da gibt's ja doch so ein paar Themen. Habt ihr Bock auf die EM und hat sich das durch dieses Frankreich-Siegspiel geändert? Also ich? Nee. Mich interessiert die EM relativ wenig. Ich weiß, dass ich immer mal gerne in die Kneipe gehe, wenn Fußball läuft. Und wenn da Deutschland spielt, werde ich mir das wahrscheinlich anschauen. Aber durch diesen Sieg gegen Frankreich hat sich da aus meiner Sicht nichts verändert. Ich kriege regelmäßig eine Hasskappe, wenn ich Florian Wirtz sehe, egal ob er für Leverkusen spielt oder für die Nationalmannschaft. Deswegen ist das für mich eher ein Abturner in der ganzen Situation. Nagelsmann ist ein Trainer, mit dem ich 0,0 identifizieren kann. Das Einzige, was mich ein bisschen positiv bei der ganzen Thematik abholt, ist Toni Kroos, aber ansonsten interessiert mich die Nationalmannschaft wirklich immer noch gar nicht auch. Das hat nichts geändert. Selbst wenn sie jetzt 7-0 gegen Holland gewinnen sollten, ist mir das auch relativ egal. Mich holt das nicht ab. Ich finde ein paar Diskussionen darum, da kann ich mich gerne mal reinhängen. Wir kommen ja, glaube ich, nochmal zu dem ganzen Thema Sponsorship ab 2027 und was da für eine abstrusen Diskussionen aufgekommen sind, aber sportlich, ernsthaft, nee, interessiert mich nicht, weil die Leute, die dazugekommen sind, sind mir 0% sympathischer als die, die vorher da waren. Und ob da jetzt ein Florian Wirtz oder ein Robert Andrich oder ein Thomas Müller davon drin rumstarksen, ist mir schilligal. Ja, bin ich bereit. Also wenn es irgendwo läuft, werde ich vielleicht mal reingucken, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, werden die das nächste Mal gegen wen spielen. Damit fängt's haben wir ja von Dennis bekommen, ja. Ja, aber genau. Hättest du mich gefragt, wo spielt die gegen wen spielt die deutsche Nationalmannschaft das nächste Mal? Keine Ahnung, ich gesagt, keine Ahnung. Okay, dann also, nächste Frage. Sie spielen ja jetzt gegen Holland am Dienstag, das haben wir jetzt schon mal gespoilert. Was sind denn die nächsten beiden Mannschaften, gegen die Deutschland noch in der EM-Vorbereitung spielt? Mal gucken, ob du es weißt. Keine Ahnung, ich weiß okay. Es nicht. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt die Vorrunde ist, ob das die Vorbereitungsspiele sind. Das ich habe Schottland im Kopf. Schottland. Ja. Aha. Und das eins andere. Noch. Ungarn ist, glaube ich, in der Vorrundengruppe, ne? Ne, Ukraine tatsächlich, meine Ukraine. Ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wusste ich aber vorher auch nicht. Ah, okay. Das ist dann bestimmt was? So ein oder Freundschaftsbenefizspiel. Ja, irgendein Gedöns. Ich glaube, Ungarn ist in der Gruppe mit drin. Ja, also. Irgendein Gedöns. Ich weiß dann gar nicht, gegen wen wir in einer Gruppe spielen. Ja, also Ukraine und Griechenland, stimmt. Gruppe ist mit Schottland, Ungarn und Schweiz. Mhm. Also ich habe das, war falsch, ne? Wir spielen jetzt Testspiele gegen Ukraine und Griechenland. Griechenland war das andere, ja. Stimmt. Und Schottland in der Gruppe ist Schottland, Ungarn, Schweiz. Guck mal, und wisst ihr was? Vor 15 Jahren hätte ich dir das aufs Datum genau sagen können, gegen wen wir spielen. Ja, ja. Und was Vorbereitungsspiele sind, wer jetzt aktuell da gerade gesetzt ist, wer vielleicht nochmal als Verletzter wiederkommt. Und ich hätte wahrscheinlich den Kader von den Mannschaften auch sagen können, gegen die wir spielen. Es ist echt so traurig, dass mich das so verloren hat. Und das wird eine ganze Menge dauern. Also das wird nicht durch ein erfolgreiches Spiel gegen Frankreich irgendwie wieder da sein. Mich hat leider die Nationalmannschaft leider sehr, 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 sehr nachhaltig verloren bis jetzt. Ich sehe noch nicht so viel Tendenz dazu, dass sich das wieder ändert. Und der Bundesbiber ist da nicht wirklich hilfreich, weil seine Kommentare danach, auch wenn das sportlich alles irgendwie gut funktioniert, aber sportlich hat er bei Leipzig auch funktioniert und sportlich hat er bei Hoffenheim auch funktioniert und sportlich hat er bei Bayern auch funktioniert. Aber Sympathie kannst du dir halt nicht kaufen. Nee, ihr habt das gerade schon so ein bisschen angerissen. Nee, da ist in der ganzen Mannschaft, ist vielleicht wirklich mit der Ausnahme von Kroos, dem ich so ein bisschen gönne, dass er jetzt so sein Image gerade rücken kann hier in Deutschland. Nachhaltig ein bisschen Anerkennung bekommt, ne? Ja, und diesen Uli Hoeneß-Makel abschütteln kann, den er immer als Querpass-Toni da verschrien hat, nur weil er es gewagt hat, von Bayern wegzuwechseln. Aber da sind ja, also aus meiner subjektiven Sicht, spielen da ausschließlich Leverkusener und Stuttgarter. Zwei Vereine, die mir scheißegal sind. Und sehr süddeutschlastig irgendwie alles. Da ist kein Spieler bei, der mich irgendwie abholt, wo ich sage, boah, geil, ich kann mich über überhaupt nichts freuen, was Florian Wirtz in irgendeiner Art und Weise betrifft. Ich will den nicht erfolgreich sehen. Der darf von mir aus auf die Bank und von mir aus darf von Kai Havertz oder so verdrängt werden, ist mir egal. Aber selbst so ein Kai Havertz finde ich einen unheimlich geilen Spieler, ne? Und auch echt Respekt, was der gerade in England abreißt, wie Arteta den wieder hinbekommen hat, was der auch für eine Statistik hat jetzt bei Arsenal in den letzten 6 Spielen oder so. Super krass, aber dieser Spieler spielt doch jetzt bestimmt schon seit
5 Jahren, 6 Jahren Profifußball oder so. Mhm. War länger. Hättet ihr mir, ja, weiß ich nicht, nee, der ist doch erst 21 oder sowas oder 22 oder sowas. Mhm. Also der kann nicht so lange spielen. Aber könnt ihr mir, habt ihr die Stimme von Kai Havertz im Ohr? Wisst ihr, wie die Stimme von dem klingt? Ich auch nicht. Jeder Mensch auf der Welt kann sofort so eine Poldi-Imitation erkennen, wenn er die oben im Radio hört. Wenn er hört so, oh, Trainer hat gesagt, ich soll schießen, habe ich geschossen, oh, was da? Weiß jeder sofort, das ist Podolski. Kai Havertz, einfach nichts. Das ist eine weiße Fläche. Ja, ist, aber ist das nicht, nix. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht dieses glattgeleckte Image auf den, kann ich mir den Kader des Spiels an, warte, Kicker bestimmt. Ja, Kicker und dann auch Spiel halt. Das ist halt diese glattgeleckte Atmosphäre, die von diesen Fußballuniversitäten und von diesen ganzen Nachwuchsleistungszentren kommt. Ich muss halbwegs irgendwie neutral sprechen, damit ich niemanden verletze. Und ich freue mich immer darüber, dass die Gegner stark waren und wir haben 120% gegeben und ich wäre nichts ohne mein Team. Und genau dieser Bullshit ist es, der da rauskommt. Da kommt nichts, was irgendwie emotional einen anfasst. Und was deine Einschätzung angeht zu den Spielern bei der Nationalmannschaft, ich habe zu 3-4 Spielern eine recht neutrale Einstellung, wo ich sage, ich freue mich darüber, dass die positiv performen. Da gehört ein Kai Havertz dazu, weil ich den immer noch für einen unglaublich talentierten Typen halte. Ich kann auch mit einem Jamal Musiala ziemlich gut umgehen, weil ich auch glaube, dass der unfassbar viel Talent hat. Toni Kroos, für den hatte ich immer schon Sympathien und ich fand den immer schon ungerecht behandelt. Aber der Rest von diesem Team ist mir relativ egal. Und auch wenn ein Robert Andrich da gut als dieser abräumende Sechser funktioniert, der ist für mich ein Piep, ergänzen Sie irgendein Schimpfwort, was Sie gerne haben möchten, weil ich den unglaublich unsympathisch finde. Und der Rest von diesen Leuten ist mir halt einfach unglaublich egal. Ein Kimmich geht mir auf den Senkel. Ein Jonathan Tah brauche ich nicht. Ein Antonio Rüdiger, ja, von mir aus. Ter Stegen ist ein Gladbacher, der wird immer ein Gladbacher bleiben. Deswegen habe ich null Respekt für den. Und richtig. Die anderen, die da irgendwie drumherum springen, das ist mir bums egal. Der Einzige, für den ich ein bisschen Sympathie noch empfinde, auch wenn er Stuttgarter ist, ist Dennis Undav. Für den habe ich irgendwie so einen Softspot im Herzen, weil ich irgendwie finde, dass es geil ist, dass er sich da irgendwie aus, wo war bei Saint-Gilloire da noch hochgespielt hat und jetzt in der Nationalmannschaft spielt. Und der Rest ist mir wirklich Wumms. Da ist keiner, der mich wirklich emotional mitnimmt. Ich frage euch jetzt so ein, also ich habe mir gerade diesen Kader angeguckt, inklusive Ersatzbank, ne? Mhm. Sagt mir bitte, wo spielt Pascal Groß? Brighton und Hove Albion. Achso, welche Mannschaft? Brighton Hove Albion. Ja. Ja. Warum ist der in der Nationalmannschaft? Naja, weil er seit 4 Jahren in der Premier League Leistung bringt. Das ist mehr wert als Mittelstädt, der eine halbe gute Saison gespielt hat. Aber ganz ehrlich, ich hatte den nicht auf dem Schirm. Das ist ein typischer, klassischer Underrated-Spieler. Also, aber der ist schon eher ein Sechser, oder? Ja, ja, klar. Ja, Sechser. Der war also doch der Vorlagenkönig bei Ingolstadt. Der hat doch eine kranke Vorlagenstatistik gehabt. Die gleiche Position, wie Andrich sie jetzt gerade spielt. Also ja, genau. Er der defensive Part auf der 6, ne? Ja. Zumindest soll er es in der Nationalmannschaft spielen, aber es in echt auch ist, ist eine andere Frage. Ja. Aber ich sag mal so, wer sich 4 Jahre lang in der Premier League durchsetzt, der wird schon eine gewisse Wettkampfhärte mitbringen. Das schätze ich schon. Aber ich finde ja ganz gut, dass jetzt für solche Spieler wie Pascal Groß nicht mehr so dieses Gatekeeping gilt, was bei Löw und bei Flick immer der Fall war, dass da solche Spieler gar keine Chance haben. Das finde ich schon gut. Weil natürlich muss man ja auch sagen, sobald ein Spieler aus Deutschland weggeht, verliert man den aus dem Fokus. Ja, genau. Das gilt ja auch für Gündogan, für Havertz, für Ter Stegen so. Die hat ja auch keiner richtig auf dem Schirm. Man kann die wirklich einsortieren, wie die Leistung von denen ist. Ja, Mai, der ist ja gar nicht mehr bei den Bayern. Wie soll der denn Nationalmannschaft spielen? Ne? Genau, so, richtig. So denkt Uli wahrscheinlich wirklich, tatsächlich. Na klar. Also so finde ich ja schon gut, dass der da spielt. Trotzdem ist der halt objektiv wahrscheinlich kein Nationalspieler. Genauso wenig wie ein Undav, wie ein Mittelstädt, wie ein Führich. Es ist ja für, also irgendwie könnten wir ja theoretisch stolz auf sein, dass 2 beim FC ausgebildete Spieler da rumspielen, aber ich fühle da nichts. Ich fühle da überhaupt nichts. Nee. Und ich bin sogar ganz froh, dass der Bundesbiber die Finger von einem Max Finkrell verlässt und den da in Ruhe gedeihen lässt. Ja, aber, das wäre 2 Schritte zu schnell. Das wäre auch too much tatsächlich. Auf jeden Fall. Also, naja, auf jeden Fall. Wen setzt er denn jetzt gerade auf links ein? Also Mittelstädt. Maxi Mittelstädt. Aber ist Mittelstädt nicht Rechtsverteidiger? Ach nee, Quatsch, Rechtsverteidiger ist Kimmich, ne? Ja. Auch so eine Personalie, ne? Wenn ich den schon sehe, den Typen,
finde ich den overratedsten Spieler im ganzen Profifußball, im ganzen deutschen Profifußball. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, der ist von seinen fußballerischen Fähigkeiten schon sehr, 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 sehr gut. Da passt aber einfach Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung nicht zueinander. Ja, eben, der hält sich halt für so ein. Er glaubt, dass er noch viel, viel besser ist als das, was er ist. Ja. Der ist zwar schon ziemlich gut, ich glaube auch tatsächlich. Also, nenn mir mal, wenn du jetzt auf Rechtsverteidigerposition schaust, wer gibt es innerhalb der Bundesliga einen besseren Rechtsverteidiger als Josef Kimmich? Mir fällt keiner ein. Meinst du jetzt alle Nationalitäten oder nur einen Deutschen? Erstmal nur in der Bundesliga. Boah. Frimpong, auf jeden Fall. Naja, aber ist ja kein Deutscher. Er hat aber gesagt, in der Bundesliga, nicht Deutschland. Ach so, Entschuldigung, nee, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Also, der spielberechtigt wäre für die deutsche Nationalmannschaft. Ach so, nee, glaube ich nicht. Glaube ich, gibt's keinen, oder? Benno Schmitz vielleicht, aber nein. danke für den Spaß. Benno Schmitz von vor 3 Jahren unter Baumgart damals. Von vor 3 Jahren unter Baumgart in dem einen Spiel. In dem eineinhalb Jahr. In dem einen Spiel damals, ja. Mit der einen Flanke, ja. Nee, also, nein, das stimmt. In Deutschland gibt es wahrscheinlich keinen besseren Rechtsverteidiger, das stimmt. Mhm. Trotz allem, dieser Typ hält sich ja für den neuen Schweinsteiger. Aber ich finde, der hat seit seiner Vorlage zum Siegtor in dem Corona-Champions-League-Finale da 2020 oder wann das war, da hat er die Flanke auf Coman geschlagen, die dann zum 1-0 gegen PSG geführt hat. Seitdem hat der jedes entscheidende Spiel verkackt mit seiner Mannschaft jeweils. Ist bei der EM, bei der WM jeweils in der Vorrunde ausgeschieden als Mittelfeldstratege, hat mit den Bayern immer im Pokal verkackt, gegen Kiel und gegen Saarbrücken und gegen Gladbach 3-mal in Folge. Champions League haben sie auch in den letzten 3 Jahren nicht mehr viel gerissen. Die Bayern sind da teilweise im Viertelfinale an Villarreal gescheitert und sowas. Wisst ihr, was das jetzt für ein Typ ist? Das ist ein Typ, der... Ein Flower, das, ne? Wenn es bei den anderen läuft, ne? Nee, der das Selbstverständnis hat, ein Leader zu sein, aber es nicht ist. Ja, genau. Der meint, ich muss das sein, weil alle reden mir ein, ich muss es sein. Aber er ist es tatsächlich nicht. Und alle anderen um ihn rum denken so... Ja, erzähl mal und du wirst da irgendwie hingedrängelt, aber weißt du eigentlich, das läuft nur, wenn wir das auch wirklich selber wollen, und er denkt so die ganze Zeit, ich kann das hier bestimmen, ich kann das hier klar machen, mit meiner Konsequenz kann ich das durchpushen, und alle denken sich so, boah Junge, halt doch mal das Maul, ey, ernsthaft, ja. Das ist eigentlich nicht relevant, was du erzählst, wir nehmen dich gar nicht wirklich ernst, und wenn wir gewinnen, gewinnen wir nicht wegen dir, sondern ja, zusammen mit dir, und da kannst du dich gerne dahinstellen. Und wenn er sich dann dahinstellt und dann diese Leaderrolle einnimmt, so wie dieses, meine Lieblingsszene ist Abschiedsspiel von Jonas Hector, Musiala macht das Siegtor da in der, was, 89. Minute, und die einzige Szene, die ich danach so von diesen ganzen Videos gesehen habe, ist dann, wie Kimmich mit der Meisterschale in der Hand vor dieser Gästekurve von Bayern steht und ein Schrei da loslässt und diese Meisterschale in der Hand hat, als wenn er das Ding gerade selber gewonnen hätte. Und ich mir so, boah, Junge, ernsthaft, wirklich, 11. Meisterschaft in Folge, du stellst dich dahin, tust so, als wenn du das selber gewonnen hättest, dabei hast du einen Scheiß dazu beigetragen. Wenn Musiala das Ding in der Hand gehabt hätte, weil er das entscheidende Tor gemacht hat, okay, hätte ich immer mit umgehen können. Und er ist da vielleicht Kapitän in dem Moment. Nee, war er ja nicht mal, oder? Da war doch neuer Kapitän, oder? Ich weiß gar nicht mehr, genau. Ehrlich gesagt. Anyway, aber diese Szene ist so, wie er da steht und den Pseudo-Leader da macht, und da hätte ich auch so das Gefühl als Spieler, der hinter ihm steht, so, Junge, ey, du hast hier gerade einen Scheiß entschieden. Gib doch mal dem Musiala die Schale in die Hand und lass ihn doch mal bitte vor der Kurve jubeln, weil der hat das entscheidende Tor gemacht, dass du dich jetzt hier vordrängeln musst und den Leader irgendwie darstellen musst, und ähnlich empfinde ich es in der Nationalmannschaft halt auch, und das war so, er sollte irgendwie nach vorne gepusht werden, und boah, ich finde, der hat einen, also ich bin ja jetzt, glaube ich, nicht 20 Zentimeter größer als ein gewisser Herr Kimmich, aber der hat so das Little-Man-Syndrom, der muss sich immer ein bisschen in den Vordergrund spielen, das ist ein bisschen schwierig gerade, finde ich. Ja, also ich finde halt auch, das ist so, Lothar Matthäus war ja auch eher klein gewachsen jetzt für einen Mittelfeldspieler. Lothar Matthäus ist jetzt auch nicht der, den man in seinem normalen Alltagsleben für voll nehmen würde, wenn der irgendwie in der Bank sitzt und, keine Ahnung, wenn man es von Finanzen erzählt. Ja? Aber der war einfach am Platz so krass, so ein richtig guter Fußballer, dass alle anderen in der Kabine automatisch Respekt vor dem hatten, auch bei Bayern, auch bei Inter, weil er einfach fußballerisch über den Dingen stand, weil er mit links und mit rechts alles konnte, weil er die Räume gesehen hat, weil er die Passqualität hatte und so. Der war in seiner Zeit ein richtig guter Mittelfeldspieler und hat sich halt darüber die Autorität geholt und nicht über jetzt so
Körperlichkeit und so dieses, keine Ahnung, Michael Ballack-Ding, dass ich halt 1,90 groß bin und einfach alle Bälle vorne reinköpfe, sondern mehr halt über dieses Fußballerische. Und das fehlt halt so ein Kimmich völlig. Den nehme ich weder in der Bank bei seinen Finanzgeschäften für voll, noch kann mir einer erzählen, wenn der Kapitän war früher und der kommt in die Kabine und erzählt einem Antonio Rüdiger, was er tun soll, dass der Rüdiger das für ernst nimmt. Der sagt dann so, ja, komm, ist gut, ne? Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Geh mal weg hier und ich weiß schon, was ich tue. Ich spiele bei Real Madrid und du bei Bayern, ne? Also bleib mal am Teppich jung. Das nimmt keiner für voll. Deswegen glaube ich halt, es war sogar ein guter Schachzug, den aus dem Mittelfeldzentrum rauszuziehen, weil man sieht ja, was Groß diesem Spiel auf Anhieb geben kann. Der hat nämlich dieses Lothar Matthäus-Gen. Der hat dieses, ich komme hier hin und auf Anhieb ist das hier meine Mannschaft. Ich bin Toni Kroos, ich hau hier meine Fahne in den Boden und jetzt seid ihr alle ein Toni Kroos-Team. Das hat er bei Madrid, der hat in Madrid Modric auf die Bank versetzt und die bauen jetzt ihr Team um Toni Kroos rum auf. Ne? Also die ganzen Camavingas und wie die alle heißen, die müssen um Toni Kroos rum spielen. Und das ist halt in Madrid, glaube ich, die größte Ehre, die du so im Weltfußball vielleicht neben City oder so haben kannst. Mhm. Und das hat Kimmich halt überhaupt nicht. Es gibt ja so Gerüchte, der soll nach Barcelona oder nach PSG transferiert werden. Da wird der auch nicht besser sein. Da werden die auch alle sagen, wer bist du denn? Ich weiß gar nicht, ob das... Also ich glaube, so ein bisschen das Image war ja damals auch bei Toni Kroos da, als er zu Real gegangen ist, dass sie gesagt haben, ja, das ist irgend so ein Zeittransfer und das kann sich... Und das muss sich irgendwie über die Zeit dann zeigen, also Zeittransfer im Sinne von Seitentransfer, so den nehmen wir mal so als Beifang mit. Und wer weiß, ob der das hinbekommt. Also ich traue das einem Kimmich schon grundsätzlich von seinen fußballerischen Fähigkeiten zu. Aber ich glaube, der ist zu sehr gerade in dieser deutschen Blase gefangen. Dem fehlt halt wirklich mal dieser Ausflug ins internationale Geschäft. Whatever, ob es jetzt Barcelona oder Chelsea oder AC Mailand ist. Ich kann mir vorstellen, dass er da wächst, dass er da auch ein bisschen mehr Ruhe einfängt. Aber er geht natürlich nochmal mit anderen Voraussetzungen los, als es Toni Kroos damals ist. Der war ja schon immer nicht so der Lautsprecher und immer schon nicht so derjenige, der jetzt gesagt hat, ich muss jetzt hier die Führungsrolle spielen, sondern der hat's halt einfach getan. So wie du hast ja das Beispiel Lothar Matthäus gerade gebracht. Der war halt auch zwar immer mal ein bisschen lauter, auch in einer anderen Phase, aber der hat zum allererst immer mal über die Leistung überzeugt. Und du hast natürlich eine ganz, ganz andere Basis zur Argumentation, wenn du gesagt hast, Leute, was wollt ihr denn von mir? Ich bin 5-mal Champions-League-Sieger geworden, hab hier Weltpokal gewonnen und alles, was drumherum ist, Weltmeister, bla bla. Und jetzt können wir nochmal reden. Und das ist halt der Vorteil, den Toni Kroos halt gerade hat. Aber es sagt auch schon einiges über die Entwicklung im Fußball in Deutschland aus, dass wir diese Leute dann wieder brauchen. Und dass wir sie vorher nicht wertgeschätzt haben. Von diesen ganzen ausgemusterten Spielern damals sind ja fast alle schon wieder zurück. Thomas Müller spielt wieder, Toni Kroos spielt wieder, Neuer spielt wieder. Also einzig Hummels ist ja derjenige, der nicht mehr eingeladen wird. Und der Rest ist genau die in der Vorrunde letztes Jahr gescheitert sind. Tja. Und wir haben Müsse noch nicht zurückgeholt. Ja gut, der hat, glaube ich, gerade andere Sorgen im Leben. Ja, glaube ich auch. Wobei ich aber aussage, in aller Fairness muss man aussagen, dass die WM vorletztes Jahr, die war gar nicht so schlecht, wie die gemacht wurde. Die haben ja nur eine schlechte Halbzeit gespielt, gegen Japan halt, wo sie alles verkackt haben. Da haben sie sogar 1-0 geführt und dann hat Japan in der zweiten Halbzeit aufgetreten. Dann haben ja Asano und noch irgendeiner, das die zwei Tore geschossen. Alle anderen Spiele waren okay. Also ein 1-1 gegen Spanien ist aller Ehren wert. Und dann haben sie ja gegen Südkorea, Quatsch, gegen Mexiko, oder? Nein. Was meinst du? Nein, der Dritte in der Gruppe. EM oder Costa Rica. Costa Rica. Haben sie gegen die halt gewonnen. Kann man also keinen Vorwurf machen. Hätte Spanien parallel nicht gegen Südkorea abgeschenkt, gegen Japan abgeschenkt, dann wäre das auch anders erzählt worden, das ganze Turnier. Und übrigens auch da schon Kai Havertz, der Go-To-Guy. Ne? Also auch der hat schon die beiden Tore gegen Costa Rica geschossen, die dann zur Führung geführt haben, die er dann Füllkrug das 2-4 gemacht hat. Und siehst du, das ist das Krasse. Bei mir ist schon so viel wieder von diesen Turnieren ausgeblendet. Die habe ich dann eher schon so als guck mal, sie haben es schon wieder verkackt geschaut. Das irritiert mich total. Ich habe es nochmal nachgeguckt, muss ich zugeben. Also ich habe das jetzt nicht gewusst. Ich habe das nachgeguckt.
weil ich wissen wollte, wie schlecht es wirklich war. Ich hätte dir nicht sagen können, dass wir in der Vorrunde gegen Costa Rica gespielt haben. Also Südkorea hatte ich mit auf dem Schirm und Spanien auch, aber Costa Rica hätte ich dir im Leben nicht sagen können, dass wir... Südkorea war eigentlich Japan, also insofern. Ach so, Japan, okay, alles klar. Gut. Das andere Südkorea. Ja. Schwierig. Ja. Was auch schwierig sein könnte, ist vielleicht, je nachdem, wie man es beurteilt, der Anbieterwechsel ab 2027, weil ich habe noch nie erlebt, dass alle Politiker aller Parteien sich so einig waren, von Robert Habeck bis Team Merz, dass das ja Vaterlandsverrat und Standortkapitalverbrechen sei. Marco, du darfst gleich zuerst. Ich möchte das gerne in 5 Worten zusammenfassen. Was für ein Haufen Scheiße. Ja, also ganz ehrlich, ich meine, ja, da ist natürlich, also was man natürlich nicht vergessen darf, Adidas hat eine sehr eng vernetzte Vergangenheit mit dem DFB geschenkt. Aber ich finde, da macht man sich ziemlich einfach, dass man sagt so, ja, das ist ja ein Skandal, dass die ihren Anbieter wechseln. Das passiert in der Bundesliga ich zigtausendmal. Da interessiert das keinen Menschen. Und ich finde das sehr bezeichnend, dass bei der Nationalmannschaft da jetzt so ein Wind gemacht wird. Bei jeder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei irgendwelchen anderen Nationalmannschaften überhaupt ein Punkt ist, der diskutiert wird. Wahrscheinlich, weil die meisten keinen Sportartikelhersteller aus dem eigenen Land haben, der in diesem Weltmarkt mitspielt, ne? Also ich muss gerade mal drüber nachdenken. Ich dachte, der riesige Rant kommt jetzt von dir, Marco. Ich dachte, ich mache dir jetzt ein ganz flaches Zuspiel. Du drehst quer da durch und regst dich mega darüber auf. Das ist mir so scheißegal. Also okay. Machen wir uns jetzt vor, da geht's. Der DFB ist ja zwar ein, sind die ein Verein? Ja, Verband. Ein Verband. Aber sind gemeinnütziger sie, übrigens. Sind gemeinnützig? Ja. Naja, aber nichtsdestotrotz, auch da geht es halt um Kohle. Und wenn einem das nicht gefällt, ja, dann muss man sich vielleicht einen anderen Sport suchen. Also, dass es im Fußball um Kohle geht, das sollte doch jedem bewusst sein. Und Entschuldigung, also ich muss mal ganz kurz intervenieren. Ich dachte, wir hätten da eine viel, viel eindeutigere Meinung zu, aber vielleicht habe ich nur diese eindeutige Meinung und ihr seid da ein bisschen entspannt dazu. Ich finde es eine bodenlose Drecksfrechheit, um es mal ganz klar auszudrücken, wie irgendwelche Politiker sich jetzt auf einmal als Fußballtalkonisten herausspielen und erzählen, es wäre doch aus traditionalistischer Verbundenheit total wichtig, mit Adidas zu kooperieren, die 95% ihrer Produkte außerhalb von Deutschland fertigen und nur weil sie ihr zentralen Herzogenaurach haben und dass da sich nicht irgendein Politiker aus Hessen, ich habe leider seinen Namen vergessen, sich nicht verblöden zu sagen, naja, man müsste doch mit Adidas zusammenarbeiten und nicht mit einem, Anführungsstriche unten, Fantasieunternehmen aus den USA, Anführungsstriche oben, zu agieren, der offensichtlich nicht mal die Marke Nike kennt, die sich vorher einen Dreck dafür interessieren, ob es Traditionsvereine gibt oder ob es sie nicht gibt, ob man eine einheitliche finanzielle Finanzierungsbasis hat für diese Vereine. Und jetzt, wo ein Verband einen Vertrag aushandelt, der zumindest nach allem, was an Informationen bekannt ist, dem Verband pro Jahr 100 Millionen Euro einbringt und Adidas nicht mal die Hälfte davon geboten hat. Ja. Wow, das ist so ein populistischer Bullshit, da kriege ich einen Hals. Wenn Leute über sowas diskutieren, das macht mich auch unglaublich sauer, weil ich so denke, auch wenn mich das eigentlich nicht interessiert, ob die deutsche Nationalmannschaft in Nike, in Umbro, in whatever, in Hummel oder in Adidas-Klamotten aufläuft. Aber diese Diskussion und dieses ohne Information nur Quatsch rauszuhauen, das ist schon wieder so ein Symptom unserer Gesellschaft, was mich unglaublich nervt, was ich wirklich ätzend finde und wo ich wirklich sage, warum muss ich ein Gesundheitsminister wie Karl Lauterbach, ein Bundeslandpräsident wie ein Markus Söder, warum müssen die sich überhaupt dazu äußern? Das ist eine völlig legitime eigene Entscheidung eines deutschen Sportverbandes. Und die haben eigentlich überhaupt gar nichts dazu zu sagen. Und dann
in dieser Werf, in der sich die Leute da irgendwie produzieren und dann so eine AD, die dann nach Herzogenaurach geht, in die Fußgängerzone und dann sagt, was halten Sie denn davon? Echt? Ja. Quatsch. Geil. Das AD-Morgenmagazin ist nach Herzogenaurach in die Fußgängerzone gegangen und hat gesagt, was halten Sie denn davon, dass jetzt nicht mehr Adidas, sondern Nike die deutsche Nationalmannschaft ausstattet? Ja, das finde ich schlimm. Das ist ein Verstoß gegen das Menschenrecht quasi. Und das ist so, boah, so schlimm, diese Berichterstattung. Es geht doch einfach nur darum, ob Michael Jordan von Nike ausgestattet wird oder Kobe Bryant von Adidas ausgestattet wird, ist doch völlig belanglos. Und jetzt wird auf einmal eine Traditionsdiskussion vom Baum irgendwie runtergezerrt. Das ist so schlimm. Mich hat's einfach nur hart genervt. Ja, also nochmal ganz kurz hier, der Hessen-Ministerpräsident heißt Boris Rhein. Namen, den wir so merken können sollten wegen Rhein halt. Okay. Ist auch geschrieben wie der Fluss. Mhm. Aber das Geile finde ich halt, dass der Klaas von Colinas Erben hat direkt danach so ein Foto von Boris Rhein gepostet, wo Boris Rhein da mit Nike-Schuhen steht. Hervorragend. Amerikanisches Fantasieunternehmen. Ein Fantasieunternehmen. Aber hat Schuhe von denen für 100 Euro. Ja, wow, aber hat dem Fantasieunternehmen 100 Euro für seine Schuhe. Ich meine, wie gesagt, das eine ist ja das Thema, ne, findet man das gut, aber dass da sich so Politiker so echauffieren, ist einfach nur, halt schon peinlich, ne? Es ist halt einfach reiner Populismus. Ich habe das Gefühl, dass das genau unsere Zeiten widerspiegelt. Also, ja, du kannst leider, heute nichts mehr sagen, machen oder tun, ohne dass sich 100 Leute echauffieren und empören. Vielleicht sogar ohne die Fakten zu kennen. Man hat ja auch ganz oft gelesen, die drei Streifen, das steht für die Tradition seit 1954. Was ja gar nicht stimmt, weil wir haben weder 54 noch 74 in Adidas gespielt. Das war das Geile, das fand ich den Post von Philipp Köster ganz geil. Übrigens, Leute, wir haben 1954 gar nicht in Adidas-Klamotten gespielt. Ne? Und ja, okay, alles klar, dankeschön. Ne? Ja, aber Hallo, also, Sie müssen nicht recherchieren, das ist egal, brauchen Sie aber nicht. Aber weißt du, das ist halt das Problem. Dass, es geht nicht darum, ne? Es geht nicht darum, dass es richtig recherchiert ist, es geht einfach darum, dass es erstmal in die Welt geblasen ist. Du musst laut genug sein, du musst genug Reichweite haben und du musst es weit genug rauspusten, ne? Ja. Ja, und sagen wir so Söder kann ich sogar insofern noch verstehen, weil es sein Wahlbezirk ist, dass der da irgendwas kamellt und da halt, der ist ja immer Bayern. Da geht's ja auch wahrscheinlich um irgendwelche. Ja, natürlich. Der muss sagen. Einnahmen, also nicht hier Werbeeinnahmen, wie heißt es denn? Stimmen halt. Stimmen und Gewerbesteuer. Gewerbesteuer. Völlig okay, ja, das völlig okay, sicher. Klar, aber der muss ja auch das sagen, was sein Volk da unten bewegt, seine Leute. Mhm. Das ist ja, der ist ja Populist durch und durch, der Mann. Mhm. Der muss natürlich das sagen, was der Dorfbayer da aus Herzogenaurach hören will. Ja. Das ist natürlich nicht, dass die hören wollen, hier, Nike hat das bessere Angebot gemacht, bla bla bla. Die wollen halt hören, oh, Skandal, Vaterlandsverrat und wie konnt ihr es wagen, Bayern zu verraten? Das wollen wir auch hören. Aber ich fand's schon durchaus spannend, dass dann halt auch, dass sogar ein Lauterbach von der SPD sich dazu in ähnlicher Richtung geäußert hat, dass auch ein Habeck von den Grünen sich dazu geäußert hat. Das hat mich schon ein bisschen erstaunt, dass das auf einmal so ausgeartet ist, dass die meinten, sich zum Thema zu äußern, und auch ein Olaf Scholz hat sich dazu geäußert, ne? Ich glaube, der hat aber nichts gesagt. Ich glaube, der hat aber wie immer nichts gesagt. Ja, doch, er hat gesagt, das ist eine autonome Entscheidung eines Sportverbandes. Ja, meine ich ja. Also keine Position bezogen, das meine ich. Ja, aber überhaupt sich Aussage ohne Aussage. Ja. Ja. Aber gut, Habeck ist ja Wirtschaftsminister. Glaubt man immer nicht, aber ist er ja. Der wird das wahrscheinlich sagen müssen, weil halt eben die Gewerbesteuer dadurch verloren geht. Weil ein deutscher Stand, ein Unternehmen in Anführungsstrichen im deutschen Standort betroffen ist, wobei noch keiner mal nachgeforscht hat, wie viel Mitarbeiter sitzen denn im Nike-Headquarter in Berlin und wie viele sitzen in Herzogenaurach bei Adidas. Sollte mir auch mal jemand erzählen, wo die ihre Steuern bezahlen. Ne? Also, ich ganz gut fand, ist, dass ich finde, Rettich und hier Herr Bernstein, wer ist der? Heißt der Bernstein? Nee. Wer ist der Präsident vom DFB? Neuendorf. Ja, Bernd Neuendorf. Die haben das kommunikativ ganz gut erklärt, finde ich. Fand ich auch sogar im Doppelpass. Da war ja Eberlin auch zu Gast und die haben sich da ja auch unterhalten und da hat auch Rettich das, finde ich, sehr, sehr gut rübergebracht, dass er gesagt hat, sag mal, spinnt ihr alle ein bisschen? Wir haben hier gerade einen Vertrag ausgehandelt, wo wir das Doppelte pro Jahr an Gehalt bekommen, an Einnahmen bekommen und wir investieren das oder wir geben das weiter an die Vereine, in die Basisarbeit, ne? Genau.
Und daher, in dem Deal von Nike war wohl auch mit drin, dass die Frauennationalmannschaft ganz besonders gefördert werden soll, was Adidas zum Beispiel nicht drin hatte. Mhm. Also das hat auch nochmal scheinbar ein kleines Zünglein an der Waage geboten. Aber es wird halt alles komplett ausgeblendet. Ne? Es wird halt eigentlich nur darauf bezogen, kein deutscher Ausrüster mehr, sondern einer aus den USA. Alles ist scheiße, buh, aber keiner guckt sich die Randbedingungen an. Ne? Ja, und vor allen Dingen, jeder, der sich jetzt beschwert, würde doch genau das gleiche Angebot in seinem Privatleben auch annehmen. Ja, natürlich. Ja, also wenn jetzt die Lieblingsanzugsmarke von Markus Söder ausgeboten wird von irgendeiner italienischen Marke, der sagt, hier, ich gebe dir deinen Leibanzug für 1,7-fach Geld, wenn du da trägst. Natürlich zieht dann Markus Söder auch Armani an, statt, was weiß ich, irgendeinem bayerischen. Wenn ich jetzt für 100 Euro im Monat für Greenpeace arbeite und da würde Heckler und Koch um die Ecke kommen und würde mir 1 Million bieten, dann würde ich auch zu Heckler und Koch gehen. Ey, sorry, ja, aber... Wenn jetzt irgendein Hörer kommt und sagt, ey, ich gebe dir 200 Euro, um hier mitmachen zu dürfen, seid ihr beiden auch raus. Das ist halt einfach so. Das bin ich mir durchaus bewusst. Ja. Aber ich bin ja fair, ich lege das Angebot erst euch vor und ihr dürft dann halt überbieten. Ach so, sehr schön. Das gestatte ich euch schon. Ja, danke. Ja. Nee. Marco, wie heißen wir dann? Trotzdem da? Trotzdem weg. Deshalb weg. Genau, deshalb weg. Ja. Er schreibt sich von selbst, das Podcast-Konzept. Dich drängen wir auch noch raus. Ja. Dann übernimmt der Hörer das hier alleine, der uns da ausgekauft hat. Wollte ich gerade sagen. Ja. Und dann kommst du, dann wirst du auch nochmal irgendwann rausgekantet, weil ich noch irgendwie anders rauskaufte. Und dann heißen wir wieder anders und dann sind wir halt in einem halben Jahr wieder da. Genau. Wieder da ist auch ein schöner Titel. Wieder da, auch schön, ja. Wieder da. Kurzer Mode-Exkurs. Wie gefallen euch diese neuen Adidas-Trikots, die jetzt für die kommende EM vorgestellt worden sind? Bin ich ziemlich emotionslos. Das Normale ist okay, erinnert mich so ein bisschen an das 2006er-Ding. Die Hosen sind übrigens kackenhässlich, mit diesem komischen schrägen Streifen hinten drauf. Und zu diesem pinken, also ich habe ja so ein bisschen eine Farbschwäche, ne? Ich habe ja so eine Rot-Grün-Farbschwäche und ich dachte, die wären rosa, aber es ist ja eher pink, oder? Also helft mir mal kurz, das ist eher so ein bisschen pink. Ja, die sind unten so changierend irgendwie, ne? Unten so ein dunkles Lila und nach oben hin dann so ein helleres. Also von mir aus sollen sie machen. Ich bin ja insofern, was Nationalmannschaftstrikots angeht, eher so ein bisschen traditionalistisch unterwegs, dass ich sage, wenn wir dann irgendwie ein Ausweichtrikot haben, fand ich ja schon immer die Grünen ganz geil. Ich habe auch tatsächlich ein grünes Nationalmannschaftstrikot, aber bewegt mich eigentlich relativ wenig. Finde ich okay, kann man so machen, von mir aus. Ja, ich finde, die sehen ein bisschen aus wie das Torwart-Trikot vom FC Bayern, diese Lila-Dinger da. Das Manuel Neuer bei Bayern trägt. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber... Ich auch nicht, keins von beiden. Nee, das Einzige, was ich mir kaufen würde, weil ich ja ein großer Fan von schwarzen Trikots bin, ist das, glaube ich, von dem letzten Turnier, das schwarze mit den Gold-Applikationen. Das fand ich gar nicht mal hässlich für ein deutsches Trikot. Aber habe ich jetzt auch nicht zugegriffen bis jetzt. Also die Gefahr besteht eher nicht bei mir. Hat mich nicht aber abgeholt. Ich sehe da jetzt auch kein politisches Statement drin, dass man da ein lila-rosa Trikot trägt. Also da, was soll da Marvin Schwebe sagen mit seinem Regenbogentrikot, ne? Also. Apropos Statement, habt ihr das mitbekommen, dass es jetzt eine Petition gibt, dass der Tor-Jingle der Nationalmannschaft geändert werden soll? Ja, in hier Major Tom, ne, oder? Von Kernkraft 4000 gedünst soll das jetzt in Major Tom geändert werden. Und ich habe nicht verstanden, warum das so ist. Angeblich, weil Major Tom war ja wohl die unterliegende Musik jetzt bei der Präsentation von den Adidas Nationaltrikots. Und das ist angeblich so gut angekommen, dass es jetzt eine Petition gibt mit mehr als 20.000 Unterstützern, die Major Haben Tom die jetzt. Haben die Leute nichts anderes zu tun? Nein, offensichtlich nicht. Ich hatte exakt den gleichen Gedanken. Ich dachte mir so, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Ist das nicht völlig egal? Ich meine, wir scheinen in der Vorrunde außen, schießen kein Tor und ihr habt dafür aber irgendein Tor-Jingle neu. Und es gab doch gerade erst vor ein paar Monaten oder was, gab es doch gerade eine Abstimmung dazu. Und da hat dieses Kernkraft 4000 Quatsch-Dingens da gewonnen. Also ist das nicht von Peter Schilling, Tom, Major Tom? Ja, ja. Das ist gerade völlig falsch. Ja, ja. Ja, völlig losgelöst von der Erde und so. Was ist denn die Torhymne jetzt, die aktuelle? Na, keine Ahnung. Kernkraft 4000, ich kann es dir nicht vorsingen.
Ja, genau. Ach doch, ja, ich hab's im Ohr jetzt. Ja, ja, okay. Ja. Jankraft 400. Ist mir schon zu Gladbach, das Lied. Oder zu Leipzig oder so. Das ist so HSV und Gladbach in der Nutshell. Ja, ja, ja. So Kirmes-Techno halt, ne? Wahrscheinlich sogar ohne den Techno-Kram ganz gut, so als Melodie, wenn du nur die E-Gitarren hättest. Es gab halt damals. Es gab halt damals so eine Abstimmung und ich weiß, dass 93 versucht hat, das so ein bisschen zu scammen, das ganze Ding, aber das hat nicht so richtig funktioniert, weil wahrscheinlich der DFB selber eingegriffen hat. Die wussten halt vorher schon, was sie als Torhymne haben wollten, aber naja. Also wenn ich das so höre, ist mir, glaube ich, Peter Schilling ein bisschen näher als die Kirmes-Techno da. Aber von mir aus kannst du da auch irgendwie, keine Ahnung, Blur oder so spielen. Das ist mir halt so scheißegal. Ja, mir auch. Ich meine, da ich die Spiele sowieso nicht sehe, werde ich die Hymne nicht hören. Deswegen ist es mir relativ eng. Ja, also ich glaube, die EM schon, gebe ich zu. Wollte ich gerade sagen, da muss ich ehrlicherweise gestehen, wenn die EM dann läuft, dann gucke ich sie mir auch an. Und ich glaube, da werde ich mir auch Spiele von, keine Ahnung, Ungarn gegen Österreich oder Tschechien gegen Italien anschauen. Es wird irgendwie parallel laufen. Es wird nicht bewusst laufen. Also ich werde nicht irgendwelche Termine in meinem Tagesablauf verschieben, aber wenn ich dann irgendwie auf Arbeit sitze und keine Ahnung, das Spiel läuft dann halt von 14:30 bis 16:30, dann habe ich halt einen Bildschirm, auf dem ich arbeite und auf dem anderen läuft das Spiel halt irgendwie parallel mit. Ja, ist und halt Deutschland-Spiele so. Also werde ich mir schon anschauen. Klar, ich habe sogar Karten für zwei Spiele hier in Hamburg, aber es nicht Deutschland, sondern halt irgendwelche zwei. Ein Viertelfinale und letzte Vorrundenspiel von irgendeiner Gruppe halt. Gehe ich auch hin mit Erik und seinem Kind. Ich glaube, für Kinder ist eh nochmal ein anderes Event, dass man eine EM im eigenen Land hat. Auch mit dem Hintergrund, dass ich, glaube ich, davon ausgehe, in meiner gesamten Lebzeit nie wieder eine EM in Deutschland zu erleben. Oder auch eine WM wahrscheinlich eher nicht. Die wird ja wahrscheinlich eher demnächst irgendwo in Saudi-Arabien ausgetragen werden, die EM, als jetzt wieder in Deutschland. Oder in, was weiß ich, Australien oder so. Da ist die Welt ja global geworden. Da ist Europa auch global geworden. Also insofern will ich es mitnehmen, will ich es erlebt haben einmal in meinem Leben. Wie gesagt, ich glaube, in den nächsten 40 Jahren gibt es da eher keine Heim-EM mehr. Und ich gebe es schon offen zu, ab Viertelfinale werde ich auch die Deutschlandspiele schon, also auch bewusst Termin blocken, quasi, wenn da nichts ganz gravierendes anderes anliegt. Also glaube wenn ich da ein auch. Guter Gegner kommt, wenn da irgendwie Frankreich, Spanien, Holland oder so, das gucke ich dann schon. Doch, gebe ich zu. Echt, ne? Ja, also du, lieber Marco, du weißt, wer der Rechtsverteidiger von Mainz ist. Du musst, glaube ich, da ganz klar durchgehen. Aber Nationalmannschaft ist für mich. Ja, ich glaube, du guckst das heimlich. Ich glaube, du guckst heimlich so Mainz gegen Bochum oder sowas. Ja. Nee. Ja, aber so. Aber ich glaube auch. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Du wirst es dir nicht eingestehen können, bis es dann passiert. Und auf einmal. Dass da Pascal Groß spielt und ich noch nicht mal wusste, wo der überhaupt spielt. Will er nicht. Alles. Du wirst irgendwann mal so in der 10. Minute aufwachen, auf deiner Couch liegend, dann läuft dieses Spiel da, du hast die Fernbedienung in der Hand und du kannst dir nicht mehr erklären, wer es angeschaltet hat. Und du weißt aber, du hast es getan. Das so ist ein Auto, so du kann auch nicht weggucken. Nee, dann denkst du so, wenn ich sie jetzt schon mal eingeschaltet habe, dann gucke ich es mir auch an. Aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich behaupte, ich werde im August 2024 mehr EM-Spiele gesehen haben als Bundesligaspiele abzüglich FC. Da musst du dich, glaube ich, nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Nee, weil ich habe, glaube ich, 5 Bundesligaspiele dieses Jahr gesehen. Außer FC. Da gebe ich dir recht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, Wir reden über volle Distanz, ne? Also nicht so mal kurz reinschalten. Ja, vor allem ein Einzelspiel. Also nicht jetzt so Konferenz, Wolfgang Hügel, sondern richtig so. Vielleicht Bayern Dortmund, den Klassiko, aber ansonsten. Selbst das gucke ich wahrscheinlich noch nicht mal. Ich glaube auch nicht. Da bin ich, glaube ich, irgendwie was essen abends oder so. Aber ich bin sogar im Stadion tatsächlich dank einem netten Hörer von uns. Aber, Grüße. Er weiß, was gemeint ist, ne? Ja, ja, genau. Liebe Grüße, vielen Dank. Aber ich werde jetzt nicht extra hingefahren dafür. Ich hatte nur zufällig gerade in München Aufenthalt und habe dann das. Ich warte ja immer noch auf meine Einladung zu Leverkusen gegen Hoffenheim. Das wird ja noch mal hoffentlich statt. Nein, Quatsch. Also ich werde auch keinen. Ich glaube nicht, dass ich noch außerhalb der FC-Spiele mir irgendein Bundesligaspiel in voller Länge anschauen werde. Mir fällt nicht so viel ein. Ich gucke den Klassiko. Ich habe auch Bayern Leverkusen gesehen, glaube ich. Aber da bin ich ja so ein bisschen Katastrophentourist. Also da, ich gucke ja gerne Spiele, wenn ich weiß, dass der Haufen brennt. Ja. Bei Bayern war es ja zu erwarten, dass sie das verkacken würden. Also
Das mache ich ja gerne auch bei so Vereinen wie Schalke oder im HSV, dass ich die dann gucke in der zweiten Liga, weil ich weiß, dass die es halt verkacken werden gegen, keine Ahnung, Meppen oder nee, Magdeburg oder sowas. Naja, erstmal gegen Fürth am Wochenende. Ja. In ich, Fürth. Sag mal, ich bin so ein kleiner Katastrophentourist. Ich habe vielleicht sogar eventuell einen Schalke-Podcast abonniert, nur weil ich hören will. Das ist da nicht los. Eventuell hätte ich vielleicht. Schickst du mir danach einen Link, ne? Genau. Höre ich ja nur, wenn die nicht gewinnen. Also wenn die gegen St. Pauli gewinnen, höre ich dort nicht. Das ist aber ähnlich wie mit dem Eintracht-Podcast. Den höre ich ja auch nur, wenn die verloren haben, weil dann macht es wirklich Spaß so zu hören. Ansonsten, aber es ist ja wie bei uns, ne? Wir sind ja auch nur, also richtig spannend sind wir ja auch nur, wenn wir verloren haben und wenn wir quasi. Aber das passiert ja häufig. Das passiert ja hinreichend oft, genau. Deswegen haben wir auch so eine hohe Hörerzahl, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Wenn es jemanden gibt, der uns nicht hört, weil wir zu oft gewinnen, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Nee, dann ist ihm wirklich nicht mehr zu helfen. Nee. Seht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer im Free for All, Flo hier, ihr hört uns immer nur, wenn wir erfolgreich sind. Ja, genau. Ihr wollt uns gar nicht kennenlernen, wenn wir nicht erfolgreich sind. Genau. Nächstes Jahr, wenn wir auf dem Platz von Schalke 04 in der zweiten Liga stehen, dann müssen wir uns mal hören. Das wird ein Traum. Da müssen wir aber die Paywall noch viel, viel früher reinziehen. Oder? Mhm. Apropos Paywall, da haben wir gerade eine einstündige Sonderfolge für euch aufgenommen. Die haben die Jahrtausendelf gewählt, in der wir die besten Spieler, die zwischen 2000 und 2024 beim FC gespielt haben, zusammen gemixt haben. Wenn ihr das hören wollt, müsst ihr uns unterstützen und Family-Member werden. Das geht auf www.trotzdemhier.de. Das war unsere kleine Minifolge zur Überbrückung der Länderspielpause. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marco. Immer gerne. Und beim Raik. Es war mir Feschmaus. Mein Name ist Dennis. Bleibt uns gewogen. Empfehlt uns gerne weiter. Lasst mal überall, wo es geht, Likes und Abos und Kommentare da, um die Algorithmen zu pushen. Ja, und dann hören wir uns wieder nach dem Augsburg-Spiel in gewohnter Runde. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht Idiot. Und tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Thank you.